Herzlich willkommen auf Schloss Liedberg. Schloss Liedberg wird zurzeit umfangreich saniert und renoviert. Wir befinden uns in der Vorburg der zweigliedrigen Burganlage. Schloss Liedberg ist neben Kleve die einzige Höhenburg, die es am Niederrhein gibt. Sie war Verwaltungssitz für das Umland. Der Hauptturm aus dem 14. Jahrhundert und der Gebäudeteil daneben, der sogenannte Jülich, standen noch. Der Rest, also links der Vogelsang und rechts der Rittersaal, das wird alles neu aufgebaut. Damit wird das Schloss wieder so erscheinen, wie es bis 1896 ausgesehen hat. Zum Glück gab es noch Zeichnungen und Bilder, wo man das sehr gut rekonstruieren konnte. Ein Riesenvorhaben, was insgesamt ca. 10 Jahre dauern wird. Der Eigentümer hat in enger Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland in 2008 mit der Renovierung begonnen. Da oben im Turm sehen Sie zwei Fenster. Hinter dem oberen Fenster liegt der Raum, um den sich das Geheimnis der Schuhe rankt. Und das war so: Um dem Gerüst für die Erneuerung der Eichendecke Halt zu geben, wurden Löcher in die Wände gebohrt. Dabei kamen zunächst Kinderschuhe und dann Frauen- und Männerschuhe zum Vorschein. Das war natürlich ein spannender Fund. Es könnte sich um einen Abwehrzauber handeln, denn in ganz Europa gab es ca. 1000 Vergleichsfunde an den gleichen Stellen in der Nähe von Kaminen und von Fenstern. An diesen Schwachstellen sei wohl der Schutz vor bösen Mächten als besonders nötig angesehen worden. Ein paar Schuhe stammten noch aus dem 19. Jahrhundert, alle anderen aus dem 18. Jahrhundert. Danach ist dieser Brauch völlig in Vergessenheit geraten. Die Schuhe wurden untersucht und 2010 dem Eigentümer zurückgegeben, der sie an gleicher Stelle wieder eingemauert hat. Und er hat einen eigenen Stiefel in Größe 44 dazugelegt. Der wirkt natürlich sehr riesig neben den zierlichen Schuhen aus der Vergangenheit. Die letzte große Umbaumaßnahme vor der heutigen Renovierung ist vor ca. 300 Jahren unter Vogt Niedecken vorgenommen worden. Da wurde auch die barocke Turmhaube aufgesetzt. Das ist schon etwas Besonderes. Der Blick auf das Dorf hat sich seit 1760 kaum verändert. Es erscheint wie eine Zeitreise in ein vergangenes Jahrhundert.